Pausentaste. Katastrophenfilm. Planungslosigkeit. Phlegma. Entschleunigung. Neubeginn. Zugehörigkeitsverlust. That was a hard one. I think annoying. Annoying would be the word I would say. Stillstand und Stille. Verzicht. Weil Covid uns alle sehr eingeschränkt hat. In unserem sozialen Leben, aber auch in der Arbeit, die wir täglich tun. Gerade wir im Live-Entertainment-Bereich sind die Ersten, die rausgeflogen sind sozusagen, und die Letzten, die wieder dazukommen werden. Und die sozialen Kontakte sind beruflich wie privat unglaublich eingeschränkt, aber vor allem auch die Kunst und die Kultur, die wir lieben, denen wir normalerweise eine Plattform geben, kann derzeit nicht mehr stattfinden. Und insofern verzichten wir auf ganz schön viel derzeit. Ich bin Michael Kellenbenz, komme aus Hamburg und habe vor einigen Jahren die Fahrradgarderobe mitentwickelt. Bin heute Geschäftsführer und Projektentwickler mit Fahrradparkplätzen für Großveranstaltungen und ansonsten viele, viele Stunden im Jahr auch in den Sidecrews vieler Veranstaltungen, Festivals im Kulturbetrieb hier in Hamburg, aber auch bundesweit zu Hause. Covid schränkt mich ein insofern, als dass wir im Moment natürlich sehr, sehr wenige Veranstaltungen entwickeln können, planen können, geschweige denn draußen auf dem Platz wirklich auch arbeiten können, dort, wo es wichtig ist. Das ist eine Einschränkung, die mir schon ziemlich zu schaffen macht, aber die auch eine ganze Menge Chancen birgt. Bei mir persönlich von Covid bleiben wird auf jeden Fall die Wahrnehmung und Erkenntnis, dass man sich selber noch so sehr abstrampeln kann und dann doch immer wieder an bestimmte Grenzen kommt und gegen Grenzen läuft und trotzdem aber auch daraus wieder Möglichkeiten entstehen, möglicherweise neue Formate zu denken und über den eigenen Horizont hinauszugehen, trotz all der Widerstände. Ich bin Caroline, Fotografin, Designerin und Gründerin von Raum. Ich arbeite für Raum. Ich versuche mit meinen erlernten Fähigkeiten Ausstellungen, Konzerte und Events umzusetzen. Covid schränkt mich zu 100% ein. Ich habe Raum gegründet, um Konzerte und Ausstellungen zu veranstalten und den Menschen einen unbeschwerten Abend und eine unbeschwerte Zeit zu geben. Und diese unbeschwerte Zeit und die Unbeschwertheit gibt es leider zurzeit nicht mehr. Und dadurch kann ich keine Konzerte und keine Veranstaltungen durchführen. Ich habe mir durch den Stillstand einen großen Traum erfüllt, indem ich meine eigenen designten Möbel produziert habe und auch Leute kennengelernt habe, die ich so ohne diese Situation nicht kennengelernt hätte, mit denen ich auch zusammenarbeite und wo hoffentlich schöne, nachhaltige Sachen entstehen werden.
Ich bin Fenja. Ich arbeite im Molotow Musikclub am Nobis Tor. Und ich kümmere mich hier mit ums Booking und um die Social Media Kanäle, die das Molotow so hat. Covid schränkt mich insoweit ein, dass mein berufliches Leben nicht mehr so ist, wie es mal war, dass ich keine Konzerte mehr buchen kann, wirklich, die auch wirklich real derzeit stattfinden, und Konzerte erleben kann, die hier stattfinden und aber auch in anderen Clubs einfach teilhabe am kulturellen Leben mit Live-Konzerten. Das schränkt mich sehr doll ein und ist sonst ein großer Bestandteil von meinem Leben. Sehr viel selbstgestrickte Klamotten, die ich in Lockdown-Zeiten gefertigt habe. Sehr viele Bücher, die ich gelesen habe. Und Streaming-Erfahrungen, so, die ich vorher einfach nicht hatte und die wir uns selbst Learning by Doing angearbeitet haben im Molotow. Ich bin Frieder Hepting. Ich mache hauptsächlich Theatermusik und spiele Klavier und singe. Genau. Covid schränkt mich insofern ein, als dass im Alltag, Alltagsbetrieb, im Theater, im Probenbetrieb sozusagen, die ganze Zeit Maske getragen wird, dadurch, dass ich viel musikalisch probe mit SchauspielerInnen. Das heißt, singe, Chorstücke einstudiere, einsinge und so weiter. Es ist, um ehrlich zu sein, super anstrengend und frustrierend, das zu tun, weil man Abstand halten muss. Wenn man zu nah ist, muss man beim Singen Maske tragen. Wenn man zu weit weg ist, gerade wenn man Chöre einstudiert, kriegt man nichts mehr voneinander mit, was aber eigentlich essentiell ist, wenn man gemeinsam singt. Auch wenn das ein bisschen pathetisch klingt, aber es fühlt sich jetzt schon ein bisschen nach so einem, manchmal zumindest nach einem verlorenen Jahr an. Ne? Also ich habe Premieren verloren, ich habe Kontakte verloren, ich habe irgendwie teilweise auch Perspektive verloren, weil ich so einfach gemerkt habe, krass, ich habe keine Lust mehr auf meinen Beruf, ich habe keine Lust mehr, unter diesen Bedingungen am Theater zu arbeiten, wie vorhin schon gesagt, ohne Premiere, immer mit Maske, man hört nichts mehr und so weiter. Also das wird vielleicht übrig bleiben, dass ich im Nachhinein mich so frage, hä, was war das eigentlich für ein Jahr? Ich bin Anna und ich arbeite hauptberuflich als Außenrequisiteurin beim Film. Das ist in der Ausstattung. Ich kümmere mich um alle Kleinigkeiten, die irgendwo rumstehen. Ob das Getränke sind und mache dafür Fake-Label oder eine gefakte Zeitung, Geschirr, sowas alles. Alles, was an Kleinkram rumsteht oder Autos, Polizeiwegen muss ich besorgen. Und den ganzen Quatsch, genau, das ist mein Job. Und dann arbeite ich nebenbei noch hier in der wunderschönen Astra-Stube hinterm Tresen, wenn sie wir denn aufhaben. Und ab und an jetzt noch im Candy-Shop, das ist ein ganz schönes Café auf St. Pauli. Covid schränkt mich dahingehend ein, privat, dass natürlich alles, was einen glücklich macht, ein bisschen genommen wurde an Freizeitaktivität, ob es jetzt die Freunde sehen ist oder Hobbys oder ins Kino und Konzerte natürlich. Arbeitsmäßig hat es mich eingeschränkt, dass natürlich die Astra-Stube von einem Tag auf den anderen zugemacht hat. Wir haben ja am Anfang noch angefangen zu renovieren und alles schön zu machen, mit noch einem Glauben daran, dass wir im Herbst wieder eröffnen können, also Herbst 2020. Damit Bands dann hier auch mal wieder unsere schöne Stube, unsere neue Stube quasi bespielen können. Das ist ja leider nicht passiert. Im Candy Shop habe ich im Frühjahr, als es hieß, nur noch To-Go-Geschäft, habe ich mit meinen Kolleginnen
den Laden zugemacht, weil wir die Situation ziemlich unsicher fanden und halt nicht irgendwie so ein Spreading-Hotspot werden wollten. Filmmäßig wurde auch alles erstmal auf Eis gelegt. Alle Projekte, die anstanden, für die man gebucht war, sind alle ausgefallen. Das hat sich allerdings schnell wieder erholt, sodass es dann im Mai eigentlich schon wieder losging mit Dreharbeiten unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Dahingehend schränkt es ein, dass man nicht einfach mehr irgendwie Sachen besorgen kann für meinen Film. Also wenn ich einen Film mache, fahre ich los, besorge Stoffe für Gardinen oder Geschirr. Man kann viele Dinge ausprobieren. Das muss man jetzt alles bestellen, was natürlich für den ganzen CO2-Abdruck eine Vollkatastrophe ist, weil man Amazon-mäßig leider immer schnell Sachen braucht. Und das ist halt furchtbar. Man kann irgendwie nicht mehr so frei gestalterisch arbeiten. Das Positive, kann man schon fast daran sagen, ist, dass es eine andere Arbeitsweise jetzt geworden ist. Auch Regisseure wissen, man kann nicht mehr ganz so schnell reagieren. Irgendwie setzen sich alle mit ihrem Job jetzt ganz anders auseinander. Man plant viel mehr, geht Dinge einfach anders an oder improvisiert auch mal wieder öfter, was tatsächlich sehr viel Spaß macht. Aber es erschwert den Job halt schon um einiges, wenn man nicht mehr einfach mal eben spontan dann doch nochmal was holen kann oder die Fundusse zumachen müssen wegen zu hohen Fallzahlen und allem. Für mich persönlich wird bleiben, dass ich versuche, eine bessere Work-Life-Balance zu bekommen. Nicht mehr mich so selber unter Druck zu setzen, was heißt mit Freizeit, ich muss dort noch unbedingt hingehen, ich muss dieses oder muss jenes machen, weil ich habe jetzt so ein bisschen gelernt, müssen tue ich überhaupt gar nichts und mir geht es trotzdem ziemlich gut. Und dass ich einfach alles, was dann wieder möglich ist, viel mehr genießen werde. Dass man sich viel mehr bewusst Zeit für Freunde nimmt, was man jetzt ja auch gerade schon macht. Man kann nicht irgendwie 5 Freunde auf einmal treffen, sondern dann nimmt man sich halt bewusst mehr Zeit für die Person im Einzelnen und für sich selbst halt auch. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen, dass ich da nicht wieder in so eine Work-Work-Balance zurückfalle, die mir dann irgendwann die Energie für alles raubt, was irgendwie schön und positiv ist im Leben. Hi, ich bin Julian, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Neubau Music, eine Agentur für Künstlermanagement, Verlagsarbeit und Labelarbeit. Covid-19, die aktuelle Pandemie, schränkt uns dahingehend ein, dass wir unsere Künstler, die wir managementseitig betreuen, nicht auf Tour schicken können. Wir können keine PR-Termine wahrnehmen in dem Maße wie früher. Zeitgleich hat es natürlich auf die anderen Geschäftsmodelle wie Verlag langfristige Konsequenzen, die wir jetzt noch nicht abschätzen können, auch im Label. Es gibt also einen direkten Impact und natürlich der Schock, der initiale Schock im April oder im März, April 2020 war enorm, weil wir nicht wussten, wie es weitergehen soll. Tatsächlich eine Menge Positives, das Gefühl in der Pandemie, dass die eigenen Probleme gar nicht so schwer wiegen wie die gemeinsamen gesellschaftlichen Probleme, siehe Black Lives Matter Movement, die Ungleichberechtigung von Frauen. Diese Themen, nach meinem Gefühl zumindest, konnten irgendwie schneller behandelt werden, weil die eigenen Probleme nicht da waren. Sich damit auseinanderzusetzen, sein Mindset ein bisschen zu hinterfragen, denke ich richtig, handle ich richtig, das war schon so ein kleines Storming, was im Nachhinein wahnsinnig positiv bei mir besetzt ist und ich das Gefühl habe, dass da vielleicht so eine kleine Chance drin liegt, das mitzunehmen, auch nach der Pandemie. Ich bin Laila, ich bin Musikerin, hauptsächlich Geigerin, dann Sängerin und alles, was sonst noch so drumherum anfällt.
Covid schränkt mich insofern ein, als dass ich künstlerisch immer darauf angewiesen bin, dass Menschen mir zuhören und mir zusehen. Und dass alles, was ich tue, irgendwann sein Ziel darin findet, dass ich es vor Menschen tun kann. Und das ist momentan ja nicht wirklich möglich. Ich finde auch, Online-Konzerte ersetzen die echte Atmosphäre eines Konzerts nicht im Ansatz. Und das Feedback, das man braucht, um weiterzumachen, bleibt gerade aus auf vielen Ebenen. Und das macht es schwer, den Antrieb zu finden, weiterzumachen. Also ich kann natürlich im Privaten weiter kreativ sein und produzieren und Dinge erschaffen, aber mir fehlt der Grund dafür, wenn mir niemand sagt, dass das gut ist, was ich mache. Es könnte natürlich auch jetzt ein bisschen eitel klingen, aber ich glaube, es ist so, dass man einen Grund haben muss für seine Tätigkeit. Und für Kunst, finde ich, ist es immer das, entweder ein Spiegel der Gesellschaft zu sein oder Menschen Freude zu bereiten. Und beides muss in der Öffentlichkeit stattfinden können, denn sonst fehlt der gesellschaftlich relevante Aspekt dabei. Hände waschen, wenn ich aus dem Bus aussteige, ganz klar. Das habe ich früher nicht so konsequent gemacht wie heute. Und vielleicht auch tatsächlich weniger annehmen, als ich denke, dass ich schaffen kann. Ich habe früher immer sehr von Projekt zu Projekt gelebt und immer gedacht, das nächste ist das letzte. Deswegen muss ich mitnehmen, das, was reinkommt. Und habe wahrscheinlich häufig über meine Verhältnisse gearbeitet und nicht richtig auf mich gehört. Und nach ein paar Monaten Stillstand habe ich festgestellt, dass es eigentlich ganz gut tut, so viel Leerraum zu haben und dass ich kreativ ganz anders arbeiten kann, wenn da Platz ist für Langeweile und für Leere. Und früher war viel auf den letzten Drücker, das muss jetzt fertig werden, das ist gut genug für jetzt gerade so. Und jetzt habe ich andere Prämissen. Also ich möchte mich wohlfühlen bei dem, was ich tue. Ich möchte immer in einem Zustand sein, in dem ich nicht aus Erschöpfung irgendwas aus Versehen richtig mache oder gut mache oder inspiriert bin, sondern ich möchte aus einem Zustand der Erholung heraus etwas machen können und deswegen mich mehr über den Dingen fühlen, als irgendwie von einem Strom mitgerissen. My name is Rick McPhail, and I'm primarily a musician. Sometimes I record as well, and mix bands as well, and do a little teaching on the side, but I make my living from playing in a band called Tokotronic. As a musician, I basically primarily earn the most money that I make playing live shows. So at the moment, it's quite difficult to play live shows. I did get to play one open air last summer. With my own band, and we're planning on playing some open airs this summer as well, but we'll have to wait and see how it works out. We've recorded a new record, and that's another thing as well. Like, obviously you sell more records and you stay like in the minds of people more often if you tour and you sell a lot of records at shows and stuff. So it's quite difficult to really get out there and sell a record at the moment if you can't go out and play live. I've realized some things have kind of stuck in my mind already, like when I watch a movie or something and there's a scene, or I'll even watch like a live concert or something and I'll see this big crowd and nobody has masks on. I've realized that it's already like a switch is gone in my mind, that it's weird to see like large groups of people without masks. I was talking to somebody as well recently about like the whole like not being able to have physical contact with your friends, and if that's going to stick around, if that's like changed enough in your mentality that you're kind of not used to giving somebody a hug or whatever. This is something that I'm wondering about as well, if this will like change the way you react with people.
Ich bin Stefanie und ich arbeite hauptberuflich im Übel und Gefährlich in leitender Funktion, sage ich jetzt mal, weil es keine wirkliche Arbeitsbeschreibung gibt. Ich mache alles außer Booking sozusagen. Und nebenberuflich bin ich auch noch Tourmanagerin und zusätzlich arbeite ich oft auch auf Festivals und betreue Künstler auf Festivals. Covid schränkt mich in meinem Leben und in dem, was ich mache, zu fast 100% ein. In allem, was ich tue, was ich beruflich tue und auch was ich privat tue. Der Club, in dem ich arbeite, hauptberuflich, ist komplett geschlossen. Deswegen schränkt es alles ein, was wir machen. Es gibt Arbeit, die quasi Planspiele bedeuten. Das heißt, man verlegt Shows von Monat zu Monat, aber grundsätzlich ist alles zu, es ist alles still. Man arbeitet im Homeoffice. Und der zweite Part in meinem Leben ist, auf Tour zu sein mit Bands. Das geht momentan auch gar nicht, deswegen steht das auch komplett still. Und wenn ich mal nicht arbeite, was weniger vorkommt, dann reise ich sehr gerne. Ich reise gerne weit und ich reise oft alleine. Und auch das kann ich gerade gar nicht, deswegen mein Leben ist komplett eingeschränkt. Was von alledem, was jetzt so passiert, bleiben wird, ist überhaupt noch gar nicht absehbar. Für mich persönlich hat sich mein Leben momentan um 180 Grad gedreht. Wie sich das dann verändern wird, kann man jetzt noch nicht absehen. Das gibt einem Zeit, auf jeden Fall viel zu überdenken. Und es bleibt auch viel Demut und viel Dankbarkeit für das, was man vorher hatte. Und man muss mal schauen, wie die Zukunft aussieht. Momentan ist da noch ein großes Fragezeichen. Mein Name ist Stefan Tanscheid, ich bin Geschäftsführer oder CEO der FKP Scorpio Gruppe und kümmere mich um die Geschicke unserer Firmen in Deutschland, aber auch des ganzen Europa-Setups, was wir haben. Covid schränkt uns ganz massiv ein. Wir können genau das, was wir lieben, nicht mehr tun. Wir bringen keine Künstlerinnen und Künstler mehr auf Bühnen. Kultur ist mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Und das ist ein herber Einschnitt, wirtschaftlich in jeder Hinsicht, aber auch menschlich, sozial und auch sonst. Und das Problem ist, dass wir schon sehr, sehr viel zu tun haben gerade, auch wenn das größte Teil des Teams irgendwie in hohen Kurzarbeitsraten ist, ist es für uns eine schwierige Aufgabe, das Schiff durch die Klippen zu lenken und dafür zu sorgen, dass es irgendwann halt wieder losgehen kann. Und das ist gar nicht so leicht, wenn die Quellen der positiven Energie, die wir normalerweise ja aus unseren Veranstaltungen ziehen, einfach nicht da sind und man einfach so nach vorne arbeitet, versucht das alles irgendwie so hinzubekommen, dass es irgendwann zu einem wertigen Resultat führt, aber im Prinzip natürlich der Motor des Ganzen fehlt. Ich habe es schon geschafft, die Zeit einigermaßen zu nutzen, auch wenn ich natürlich immer noch sehr, sehr viel gearbeitet habe, um diese Pandemie irgendwie zu meistern mit dem Team hier in der Firma. Aber trotzdem hatte ich mehr Zeit, das ist ganz klar. Normalerweise bin ich im Sommer viel auf Festivals, ich bin auch so wahnsinnig viele Tage im Jahr unterwegs, das war nicht mehr der Fall. Ich habe 2020 über 20 Bücher gelesen, was ich lange nicht mehr gemacht habe in der Schlagzeile, und ich habe wieder angefangen, unglaublich viel Musik zu machen. Womöglich mehr schlecht als recht, aber das hat mir großen Spaß gemacht. Habe mir zu Hause auch so ein kleines Studio eingerichtet, also wirklich kleines, aber ich habe einen großen Spaß daran, wieder kreativ tätig zu werden, was ich früher sehr gern gemacht habe und was tatsächlich durch die Zeit und den Job und viele Dinge nicht mehr so möglich war in den letzten Jahren. Das konnte ich mir ein Stück weit zurückerobern jetzt.
Nach Covid wird eine ganze Menge Positives daraus resultieren für mich, weil tatsächlich auch so schwer und schwierig und holprig die Zeit im Moment ist, jetzt schon eine ganze Menge Positives entsteht, da Zeit, Raum und Möglichkeiten bestehen, neue Formate zu denken, auszuprobieren, ja, in eigens gestaltete Labore zu gehen, in Anführungsstrichen, und ja, einfach zu schauen, viele Dinge auch anders zu machen, als man es vorher gewohnt war. Es wird so richtig kein allererstes geben, was ich tun werde, wenn die Pandemie vorbei ist, da ich es als schleichenden Übergang begreife. Und ich versuche im Moment, so gut es geht, meinen Traum weiterzuleben, sehr, sehr eingeschränkt, beruflich als auch privat. Und insofern wird das allererste nach der Pandemie sein, diesen Traum auch weiterzulegen, zu leben und vielleicht noch ein bisschen mehr dann Dampf auf den Kessel und zu packen und auf den Platz wieder rausgehen zu können, um auszugestalten, auszugestalten und auszugestalten. Ich hoffe, Achtsamkeit und Dankbarkeit, das ist gerade eine Situation, die für meine Generation noch nie da gewesen ist. Und ich hoffe, dass die Menschen dadurch zu schätzen wissen, wie wichtig und wie kostbar dieses für uns nur eine Leben ist und diese Welt. Menschen, meine Familie, meine Freunde, umarmen. Das ist etwas, was ich eigentlich nie früher gemacht habe und auch eigentlich nie selber brauchte. Aber jetzt merke ich auf einmal, wie wichtig sowas ist und wie sehr mir das fehlt. Das habe ich tatsächlich über diese Situation gelernt. Und wie kostbar einfach nur eine Umarmung ist. Sehr schwer, etwas Positives dabei zu finden. Ich hoffe, die Wahrnehmung von Live-Musikclubs so im kulturellen Sinne als wirklich Kulturstätten und nicht als Vergnügungsstätte, dass einfach Live-Musikclubs da mehr Ansehen bekommen in der Politik sowie auch in der Gesellschaft halt als Kulturstätten. Erst ein Konzert im Molotow angucken, hoffentlich sold out, mega volles Haus mit Schweiß von den Decken. Dann Konzerte im Über und Gefährlich, Knust, Hafenklang, Astra-Stube und sonst überall mit so einem richtig schönen Feierabendgetränk in einer vollen Kneipe. Ja. Ich habe Sachen dazugelernt. Ich habe gerade in dieser Isolation auch nochmal mich anders mit mir und meiner Musik auseinandergesetzt. Das finde ich durchaus positiv. Darüber hinaus würde ich mir wünschen, dass vielleicht auch große Staatstheater, wonach es gerade nicht aussieht, aber dass die vielleicht auch für sich mitnehmen, wir funktionieren auch als Institution, wenn wir nicht die ganze Zeit ballern, sondern wenn wir auch gucken, wie funktionieren wir eigentlich intern und zwischenmenschlich. Wie funktionieren unsere Hierarchien? Sowas alles zu überprüfen, dafür wäre jetzt eigentlich die richtige Zeit. Simplerweise, ich freue mich einfach, Leute wieder in den Arm zu nehmen, die ich lange nicht gesehen habe. Also so dieses Füße aneinander klatschen und Ellenbogen aneinander klatschen, ist nicht nur immer so ein bisschen peinlich grenzwertig, sondern halt auch einfach, also mir fehlt da was. Ich fasse Leute gerne an. Darauf freue ich mich sehr, ja. Ich hoffe, dass gesellschaftlich was ändert, dass alle so ein bisschen bewusster leben und ein bisschen bewusster mit Privilegien umgehen auch und sie für sich selbst anerkennen. Mir war das zum Beispiel nicht bewusst, dass ich arbeitsbedingt sehr privilegiert bin. Also nicht auf der Ebene, dass es auf einmal irgendwas Gesellschaftsrelevantes auf einmal hat, dass ich beim Film arbeite. Ich hoffe, dass Leute in der Gastronomie mehr Anerkennung bekommen. Ich hoffe, dass, das ist ja auch schon ein bisschen der Anstoß, dass Leute in der Pflege mehr Anerkennung bekommen, also, und mehr Geld. Also dass es die ganze Struktur, wie Leute verschiedene Arbeitsgruppen sehen, dass da sich auf jeden Fall was verändert. Das fände ich sehr schön. Ja, und ich hoffe, dass alle halbwegs gesund aus der Sache rauskommen, im Sinne von auch mentaler Gesundheit. Dass sich da vielleicht auch mal was tut, das wäre natürlich auch schön, dass die Regierung da mal ein bisschen mehr macht. Und für mich persönlich hoffe ich einfach, dass ich diese ganzen Vorsätze jetzt auch
umsetzen kann, wenn es dann soweit ist. Das Erste, was ich machen werde, ist, glaube ich, obwohl ich da vor der Pandemie gar nicht so der Typ für war, aber ich werde alle meine Freunde richtig lang in den Arm nehmen. Ja, also das vermisse ich tatsächlich, die immer so richtig in den Arm zu nehmen. Und dann natürlich die Klassiker wahrscheinlich, mal endlich wieder auf Konzerte gehen. Ich freue mich riesig, mal wieder ins Museum zu kommen, Freunde besuchen in anderen Städten. Ich freue mich riesig drauf, mein Patenkind endlich kennenzulernen. Die Kleine ist jetzt schon über ein halbes Jahr alt und ich habe sie nur via FaceTime bislang gesehen. Ja, und generell einfach reisen möchte ich sehr gerne wieder. Ja, ich glaube, alles, was man vorher als sehr selbstverständlich betrachtet hat, das dann auf jeden Fall alles machen. In eine Kneipe gehen, Schnaps trinken. Die Hoffnung besteht zumindest bei mir, weil die Entschleunigung, die unsere Gesellschaft in den letzten 12 bis 16 Monate durchgemacht hat, hat eigentlich einen relativ positiven Effekt, dass man sich nicht so sehr auf seine eigenen Probleme und Wünsche stürzt, sondern viele Dinge versucht, gemeinschaftlicher zu betrachten. Dass die große Entscheidung eines Jahres dann vielleicht nicht ist, fahre ich 3 oder 4 Wochen nach Bali, sondern hey, wie stehe ich eigentlich zu Rassismus? Bin ich eventuell Teil des Problems? Wie stehe ich zur Gleichberechtigung und Ungleichberechtigung von Frauen? Das ist tatsächlich eine Sache, wo ich das Gefühl habe, diese Themen wurden viel schneller behandelt und ja, Covid war fast wie ein Katalysator in der Hinsicht, weil die eigenen Probleme, die alltäglichen Probleme nicht vorhanden waren und Leute viel gespitzter auf genau solche Sachverhalte und Problematiken eingehen konnten. Das weiß ich gar nicht so ganz genau. Ich frage mich, gibt es dieses neue Normale dann noch? Stürzen wir uns ins Normale? Aber wahrscheinlich suche ich mir meine besten 5 Jungs, trinke 1 bis 7 Bier und denke kurz darüber nach, was für ein Ritt das war und was für eine Scheiße. Aber here we are, ist doch alles eigentlich ganz gut. Es war gar nicht so schlimm. Und es hat auch viele Dinge angestoßen und verbessert. Ich glaube, dass es viele Ansätze gibt, die in dieser Pandemie getroffen wurden, um das Miteinander zu verbessern und die Situation zu entschärfen, die auch in einer ganz normalen Gesellschaft ohne Extremsituation wichtig sein kann, wie zum Beispiel mehr Solidarität auf unterschiedlichen Ebenen, bessere Bezahlung für prekär Beschäftigte, Klimaschutz, ganz großes Thema, finde ich. Am Anfang haben sich alle darüber gefreut, dass die Luft sauberer ist und dass weniger Flugzeuge fliegen. Und wenn man mal feststellt, warum weniger Flugzeuge fliegen, also jetzt gar nicht auf der Ebene, dass es verboten ist, sondern dass ganz vieles nicht wirklich so wichtig ist, wie wir es vorher genommen haben, dann denke ich, kann auch die Wertschätzung für Dinge, die uns wichtig sind, wieder steigen. Und wenn wir wissen, dass uns wichtig ist, in den Urlaub zu fahren, dann machen wir es vielleicht nicht mehr 5-mal im Jahr, falls wir uns das überhaupt leisten können, sondern es ist wirklich wieder was Besonderes. Oder überhaupt Konsum, Reisen, Wegwerfgesellschaft muss neu gedacht werden, weil wir sonst nicht mehr so lange weitermachen können. Ich werde ganz viele Menschen umarmen, alle auf einmal, ohne Angst und ohne Vorsicht. Das ist mir sehr wichtig und momentan geht es überhaupt nicht. Ich habe gefühlt so ein Schutzschild aufgebaut. Immer wenn mir jemand zu nahe kommt, dann ist meine erste Reaktion erstmal zurückzuschrecken. Und es tut schon weh, weil es eigentlich ganz wichtiger Bestandteil von meinem Leben ist und war, dass viele Menschen immer um mich sind. Und daraus ziehe ich auch viel Kraft und Inspiration. Und die muss ich mir jetzt irgendwo anders holen. Und ich hoffe, dass das Gefühl schnell zurückkommt, dass das wieder normal ist, dass man das darf, dass es nicht lebensbedrohlich ist, wenn Menschen einem nahe kommen. Das wäre mir ganz wichtig. I think if something positive was going to happen, it probably would have already happened. And I don't really see it. I mean, there's parts of me that hopes that like this whole globalization will change or that, you know, like people feeling the need to immediately fly somewhere as when they have their vacation and maybe somehow do something better for the environment and not like jet setting the whole time and stuff. It's just shown it's not happening. Nothing's changed. People are completely ignoring it. As soon as people, you know, get their vacation, they hop in a jet plane and want to fly somewhere. It's because they feel like I deserve it. I've worked hard. I deserve it. And it's just like
I just don't see a lot of people making exceptions, and I don't see like really anything changing with this whole globalization or you know, considering, you know, the workplace, all this kinds of stuff. I think it's just going to go back to the norm. That would be great things if stuff like that would happen, but it's hardly happening now at the moment, so I don't think so. Yeah. That's easy. I'm kind of a karaoke addict, and I usually throw karaoke parties here once a month in my place, and I miss it a lot, and I miss hanging out with my friends and singing the whole evening together. And that was like the first thing that we had to cancel, that type of contact, and because everybody's spitting on each other while they're singing, it's probably one of the most dangerous things to do. So that would be the first thing that I would do, is plan a karaoke party again. So wie jeder das Leben sieht, sieht er wahrscheinlich auch diese Zeit, und es gibt immer Möglichkeiten, positive Nutzen aus Dingen zu ziehen. Für mich persönlich hat es mir die Möglichkeit gegeben, dass dieses Hamsterrad der Arbeit, was ein gutes ist, aber was trotzdem ein Hamsterrad ist, weil man in der Branche, in der ich arbeite, einfach wahnsinnig viel arbeitet und ein enormes Arbeitspensum abliefert. Alle, die ich kenne, bei denen ist das so. Man hatte die Möglichkeit, in der Zeit jetzt das mal in Frage zu stellen, auf den Prüfstand zu stellen, ob es das so ist und ob man das auch so muss oder ob man sich damit auch noch wohlfühlt. Und uns allen und mir auch ist bewusst geworden, dass es auch einfach nicht normal ist, was in dieser Branche an Stunden und an Tagen abgeliefert wird und gearbeitet wird. Und das mal in Frage zu stellen und zu schauen, will man wirklich noch in diesem Pensum arbeiten, ist wertvoll, finde ich. Allerdings ist auch klar geworden, dass genau das, was ich mache und das, was ich im Beruf mache, was ich nebenberuflich mache, was ich privat mache, genau das so ist, wie ich es gerne hätte, und dass mir das wahnsinnig fehlt. Als erstes gehen hier die Türen wieder auf und wir haben sofort ein Konzert mit einer Band und Live-Musik, richtige Live-Musik mit ganz vielen Menschen vor der Bühne, die mitsingen und feiern. Danach würde ich direkt in meine Stammkneipe gehen, um am Tresen ein Bier zu trinken und mit dem Tresenchef, mit dem Kneipeninhaber einen guten Schnack zu halten. Und am nächsten Tag würde ich sofort auf Fernreise gehen und die Truppen genießen. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben alle sehr viel gelernt in den letzten Monaten, im letzten Jahr, weil wir uns auf eine völlig andere Lebenssituation einstellen mussten, beruflich wie privat natürlich auch. Ich hoffe, dass der Zusammenhalt, die Solidarität untereinander, die zumindest in weiten Teilen der Bevölkerung gerade vorhanden ist, uns ein Stück weit über Covid hinaus erhalten bleibt, und dass auch Wertschätzung, was ein wichtiges Thema ist, wie ich finde, vom ganzen Hatertum, der Cancel Culture und allen Dingen, die so aufkommen, so ein bisschen relativiert betrachtet wird, wenn das Ganze vorbei ist. Aber was genau bleiben wird, es wird auf jeden Fall eine Lücke bleiben. Ich hoffe, dass wir diese Lücke schnell wieder füllen können. Ich hoffe, dass wir schnell wieder zu den Dingen zurückkommen, die wir lieben, und dass wir dann zumindest die Learnings, die wir aus der Pandemie gelernt haben, auch, ich sag mal, gesellschaftlich und sozial, zumindest die positiven Effekte davon beibehalten können und vielleicht sogar einen kleinen Nutzen davon haben. Naja, ich würde mich mit einem ganzen Haufen von Leuten treffen und mal wieder eine irgendwie geartete Party feiern. Ich möchte aber auch sofort wieder in Clubs gehen. Ich möchte wieder auf Konzerte gehen, und ich möchte auch wieder auf der Bühne beim Hurricane Festival stehen, wenn der Headliner spielt, und in die Leute gucken. All diese Dinge, die wirklich meine Leidenschaft, meine Liebe sind und die ich wirklich, wo ich ja nicht gewohnt bin tatsächlich, dass ich das über einen so langen Zeitraum nicht haben kann, weil ich das schon sehr lange mache. Und das wird wirklich das Allerbeste, wenn es wieder losgeht, dass all diese Dinge zurückkommen werden in unser Leben. Wenn dieses Interview vorbei ist, werde ich mir die Hündin schnappen, eine schöne große Runde draußen drehen und das einfach alles nochmal sacken lassen und weiter nach vorne schauen. Heute ist Freitag. Ich gehe schlafen. Ein bisschen was noch streichen wahrscheinlich. Und heute Abend habe ich tatsächlich die Ehre, ins Knus zu gehen und bei einem Stream zu moderieren.
Das wird aufregend. Das erste Mal in einem anderen Club seit viel zu langer Zeit. Ich spiele Auszüge aus Schuberts Winterreise. Ich übe das gerade, genau. Ich gehe gleich nach Hause und werde richtig geil kochen. Das habe ich pandemiemäßig mitgenommen, dass ich jetzt täglich richtig geiles Zeug koche. Und natürlich vegan. Und ich muss tatsächlich heute noch ein bisschen arbeiten, weil ich dazu gestern keine Lust mehr hatte und lieber früher Feierabend machen wollte. Ich muss jobbedingt noch ein Label für eine Whiskyflasche machen. Man muss ja alles faken, damit keine Marken gezeigt werden, zwecks Schleichwerbung. Genau, und da muss ich mir jetzt gleich noch ein Whisky-Label ausdenken. Tatsächlich mit meiner Mama telefonieren, was dieser Tage häufiger stattfindet als vor 2 Jahren noch. Ich werde gleich nach Hause gehen und ein Kostüm fertig schneidern für ein Musikvideo, was ich morgen früh drehe. Ich habe mir nämlich über die Pandemie das Nähen beigebracht, weil ich gemerkt habe, dass es auch Kunst ist und dass es auch kreativ ist. Und das ist auch was Gutes, was ich mitgenommen habe, dass ich Kunst nicht mehr singulär auf einer Ebene denke, auf der ich ausgebildet worden bin und ich nur deswegen die Berechtigung habe, das zu machen, sondern dass ich inzwischen vielfältigere Ansätze habe, Kunst zu denken und kreative Projekte zu verwirklichen und auch autark zu sein, weil ich viele Sparten jetzt kennenlerne und meine Visionen verwirklichen kann. I'll either work on the track that I'm mixing right now or go mess with one of my guitars that I've been trying to fix a little bit, so one or the other. Depends on which type of work I want to do, personal work or work for some band that I'm mixing at the moment. Während wir das Interview führen, findet nebenan schon die nächste Übung Gefährlich-Krisensitzung statt. Und wenn wir fertig sind, dann gehe ich nach nebenan und setze mich dazu und dann wird besprochen, wie es weitergeht. Nach diesem Interview werde ich mich an den Schreibtisch setzen und habe ein, ich glaube, Festival-Booking-Meeting für die ganzen Acts, die jetzt verschoben werden müssen ins nächste Jahr von den Editionen aus 2021, die abgesagt wurden. Und danach habe ich einen Taskforce-Call, wo wir über das pandemiegerechte Veranstalten mit Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen und so weiter sprechen, um da auch alle Konzepte und Dinge, die wir brauchen, in der Schublade zu haben für den Punkt, wann es dann irgendwann wieder losgeht. Ich denke, dass in Quartal 4 in diesem Jahr wieder kleinere Sachen möglich sein werden. Wie viel, das muss man sehen, das hängt auch sehr vom Impffortschritt ab. Aber generell glaube ich, dass wir im nächsten Jahr, wenn nicht irgendeine Supermutante kommt und nochmal alles zurückwirft, da gehen wir aber nicht von aus, sondern glaube ich, dass wir 2022 schon zur Normalität in unserem Bereich und auch generell gesamtgesellschaftlich gesehen wieder zurückkehren werden.